Seit vielen Jahren lebt am Ostermontag in der geschichtsträchtigen Stadt Rhens ein alter Brauch wieder auf. Es ist die Rhenser Eierspende, die zunächst in Vergessenheit geraten, seit 1988 aber wieder durchgeführt wird und an ein lange zurückliegendes Ereignis erinnert. Auch in diesem Jahr zogen große und kleine Rhenser von der Pfarrkirche St. Theresia zum historischen Ortskern, begleitet vom Musikverein Fanfarenzug 1971 e.V. und den lebensgroßen Osterhasen. Am alten Rathaus warteten bunte Osternester auf die Kinder. Doch zunächst erzählte Ruth Fork vom tragischen Schicksal der Agnes von Flören, die aus Anlass ihrer Verlobung am Ostermontag des Jahres 1631 Ostereier und Osterkuchen an die Rhenser Kinder verteilte und versprach, es auch im nächsten Jahr nach ihrer Hochzeit zu tun. Dazu kam es nicht, da ihr Verlobter im Krieg starb. Sie ging in ein Kloster, spendete aber wie versprochen jedes Jahr an Ostern Eier und Süßigkeiten. Mit einem großen Geldbetrag gewährleistete sie das auch über ihren Tod hinaus. Nachdem die Kinder der Geschichte gelauscht hatten, verteilten die Osterhasen die bunten Osternester. Zum Abschluss gab es ein Geschicklichkeitsspiel, der Eierlauf. Die Rhenser Eierspende ist ein schöner alter Osterbrauch, der Kinder glücklich macht und der hervorragend in die im Weltkulturerbe Mittelrhein gelegene mittelalterliche Stadt Rhens passt.